Arme musst du jetzt anwinkeln und dann ganz tief in die Hocke. Noch tiefer. Oh, also weiter runter kann ich nicht mehr. Und jetzt musst du mit einem Schwung nach vorn. So. Oh, auf. Nein, ich mag nicht mehr. Aber Babs, man muss halt ein bisschen was wissen vom Skispringen. Damit man verstehen kann, was zum Beispiel ein Mann wie der Gustl Duttenhofer leistet. Also wenn ich solche Verrenkungen machen muss, dann interessiert mich das ganze Skispringen nicht. Und der Duttenhofer schon gleich gar nicht. Aber ich würde ihn gern mal sehen, Babs. Aber auf jeden Fall muss Skigymnastik machen. Ja. Komm, das ist gesund. Ja, für dich vielleicht, für mich nicht. Ach komm schon. Okay, lass mich doch in Ruhe. Also, Füße nebeneinander, dann das rechte Bein hoch und die Fußspitze nach hinten wieder hinstellen. Oh! Das ist Wenden in der Ebene. Ach, grüße dir, mein Bandscheiben. Also wenn das mit meinem Kreis wieder losgeht, dann sag ich dir, da pfeife ich auf das, den ganzen Winterurlaub. Nein, ich mag nicht mehr. Weißt du was, Tradl? Fahr doch du allein. Ich bleib daheim. Na, für solche Krämpfe bin ich doch schon zu alt. Aber Babs, zum Skilaufen ist man nie zu alt. Ja, das sagst du. So. Ja, da schau her. Das Mädel soll allein in den Skiurlaub fahren. Was es sich so gefreut hat, dass mit ihrem Vater beieinander sein kann. Endlich einmal, was doch so lange in Hamburg gelebt hat. Na, und wenn sie mal daheim war, dann haben sie keine Zeit gehabt. Ne? So war's doch, oder? Ja, jetzt siehst du mich doch jeden Tag. Aber Babs, das ist doch ganz was anderes. Recht hast, Tradl. Ich kann Ihnen auch sagen, warum sie nicht fahren wollen. So? Weil sie keine Schneid haben, Herr Kriminalinspektor. Was? Jawohl, jetzt wollen sie nicht fahren. Und haben den Haufen Geld für das Gewand ausgegeben. Ach, geh. Okay. Also, Babs, wenn du nicht passt, nachher fahr ich an. Was die Burgmüllerin da meint wegen der Schneid, da kann ich nur sagen, herein. Grüß Gott, Herr Weininger. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Tradl. Aha. Schon bei den Vorbereitungen für den Winterurlaub. Wann soll es denn losgehen? Ich darf gern mitfahren. Herr Fröschl, das ist so. Der Vater wissen Sie. Was sagst du denn auf dem Präsidium? Sind Sie froh, wenn Sie mich eine Zeit lang los sind, was? Ach wo, der Chef meint, Sie sollen sich einmal richtig erholen und auch der Oberinspektor Steiner lässt sich schön grüßen. So, der auch. Ja. Und weil Sie doch Geburtstag haben, wenn Sie in Urlaub sind, da habe ich mir gedacht, dass ich Ihnen vielleicht jetzt schon gratuliere. Ja, was ist denn das? Was Praktisches. Fröschl, mit so einer Zipfe haben ist mein Großvater noch auf dem Misthaufen gestanden. Ja, Herr Inspektor, wenn es Ihnen nicht gefällt, dann könnt ihr doch vielleicht das Fräulein Tochter, habe ich mir gedacht. Darum habe ich gleich eine Rote genommen. So, hast du dir gedacht. Und ich habe mir gedacht, ich werde es doch selber absetzen. Ja, Babs, fahrst denn mit? Wieso? Ich habe nichts gesagt. Aber so ein Skispringen, das tät ich ganz gerne mal sehen. Wie weit hast du gesagt, ist er gesprungen, der Duttenhofer? Ja, verstehen Sie denn was vom Springen? Aber Gustl. Gestatten die Herrschaften, dass noch neue Gäste an ihrem Tisch Platz nehmen? Sie verstehen, während der Saison geht das nun mal nicht anders. Bitte. Bitte schön. Wenn es Ihnen recht ist. Darf ich Sie miteinander bekannt machen? Herr Wanninger und Tochter, Herr Duttenhofer und Frau Bayenburg. Angenehm. Gustl, mein Lieber, finden Sie nicht auch, dass man einen gestürzten Sprung ebenso bewerten sollte wie einen gestandenen? Ja, mei, schon, aber Sturz ist halt ein Sturz, ne? Was meinen Sie? Ja, freilich. Ein Sturz ist halt ein Sturz. Entzückend, wie Sie das sagen. Wenn man Sie springen sieht, glaubt man, es sei ganz einfach und völlig ungefährlich. Ja, wenn man es kann, schon. Da kann es rasieren viel gefährlicher sein. Genau. Im Haus passieren die meisten Unfälle. Ja. Vorgestern, da habe ich da beim Rasieren einen derartigen Schlag gekriegt, da hat es mich beinahe umgehaut. Herr Gustl, mein Lieber, das ist ja entsetzlich. Na, so schlimm war es auch wieder nicht. Nur heute früh, da hat es mich beinahe erwischt. Ich mache wie jeden Tag in der Früh meine Übungen auf dem Balkon, wissen Sie, wegen der Kondition. Und dabei lerne ich mich immer so gegen das Holzgeander. Und wumm, unten ist. Ja, und Sie? Na, ich war noch oben. Ich habe mich gerade noch halten können. Da waren ein paar Schrauben locker. Gustl. Gustl, Sie hätten sich ja ein Bein brechen können. Ja, leicht. Ja, oder noch mehr. Und das vor dem Springen am nächsten Sonntag. Tja, ja. Wie stellt sich denn die Geschäftsleitung dazu? Na ja, bedauert haben sie und. Gustl, ich bin empört.
Den muss man mal ordentlich Bescheid geben. Gnädige Frau, bitte schön, ein Telefongespräch für Sie. Ja, danke, ich komme. Und ich werde das jetzt für Sie tun. Das ist unerhört. Die ist aber sehr besorgt um Sie, die Frau Bayernburg. Eine reizende Begleiterin. Was glauben Sie denn? Waren Sie schon einmal hier in Garmisch? Ja, im Sommer, im Winter noch nicht. Wir kennen uns hier überhaupt nicht aus. Wo trifft man sich denn so abends? Ja, ich hab gemeint, du bist zum Skifahren hergekommen. Aber sicher, Babs. Also, ich bin meist in Trauneck. In Trauneck? In der Mosalmbad. Das ist nur ein paar Kilometer von hier. Da ist es sehr zünftig und gemütlich. Wenn Sie wollen, nehmen Sie heute abends mit. Ich meine natürlich Sie beide. Nein, nein, ich nicht. Ich schau mich lieber hier ein bisschen um. Und du bist nicht Base, Babs, wenn ich mit Herrn Duttenhofer mitfahre? Na, woher denn? Na gut, dann treffen wir uns nach dem Training. Werden wir jetzt verabschieden. Bis dann. Gern. Ein netter Bursch und so unbekümmert. Viel zu unbekümmert. Was hältst denn du davon? Ach, das mit dem Balkon? Ja. Eine Sauerei ist das von den Handwerkern. Das Geländer muss vorher fest gewesen sein. Se. Am Tag vorher hat er doch die gleichen Übungen gemacht und nichts ist passiert. Na und? Und dann der elektrische Schlag? Also, sowas kann mir nicht passieren. Ich kann mich höchstens einmal schneiden, wenn die Rasierklinge stumpf ist. Babs, das kann kein Zufall sein. Das muss doch einsehen. Nichts sehe ich ein. Überhaupt, ich möchte jetzt mal Ruhe haben im Urlaub. Grüß Gott. Grüß Gott. Das ist doch das Zimmer vom Herrn Duttenhofer, gell? Ja. Da darf ich mal reinschauen. Bitte schön. Jöi, hat man da eine Aussicht. Wissen Sie, ich habe nämlich leider nur noch ein Zimmer nach Norden rausgekriegt. Aber, oh Verzeihung, ich bin gerade fertig. Ja, lassen Sie das durch mich nicht stören. Ich wollte mir bloß die Berge ein bisschen anschauen. Na wirklich, ist sehr schön. So ein Zimmer, wissen Sie, mit der Aussicht, das hätte mir gefallen. Sie wissen nicht, ob vielleicht zufällig sowas frei wird. Weiß nichts, da müssen Sie die Hotelleitung fragen. Schaut. Ich gehe jetzt Holz aufschichten. Schon recht. Ja, na wirklich, sehr schön ist das hier. Hat da schon her, sogar ein eigenes Bad. Hat da schon her. Ja, ja, so ein Zimmer mit Bad, gell, das ist halt doch ganz was anderes. Wenn man da vom Skilaufen heimkommt und kann gleich in die Wanne steigen, das ist doch wunderbar. Ne? Sie sagen es einmal, Fräulein. Wenn vielleicht doch was frei wird, möchten Sie mich dann verständigen? Wissen Sie, in der Saison, da ist immer alles vorbestellt. Ja, ja. Dankeschön. Schauen Sie, ich hätte halt doch lieber ein Zimmer nach vorn raus, wenn es möglich wäre. Im Moment ist leider alles belegt. Ja, ja, aber das Zimmermädel hat gemeint, dass vielleicht was frei wird. Leider. Und auch der Mann hat es gesagt, der das Geländer repariert hat. Leider nicht. Woher sollte der Läusel auch so etwas wissen? Ein Hausbursche kommt ja nie mit den Gästen zusammen. Ja, ja, freilich. Aber wenn vielleicht doch einmal was frei wird, denken Sie an mich, ja? Dankeschön. Natürlich, gern. Nett, Herr Duttenhofer, dass Sie mich mitnehmen. Ich war schon lange nicht mehr in einer richtigen Bar. Und mich freut, dass ich mit Ihnen tanzen kann halt. Radwechsel. Ja, mein, ich weiß nicht recht. Aber Herr Wanner, wie können Sie so etwas sagen? Ich weiß genau, was er kann. Und seit er den neuen Trainer hat, ist er noch viel besser geworden. Aber gern, Sie können mir glauben, ja. Gustl wird es schaffen. Was meinen Sie? Hm? Ja, bitte schön. Können Sie auch ein bisschen so? Ja. Ach, Gustl, geht's. Babs, du bist ja Doktor. Na und? Ach, grüß Gott, Herr Wanninger. Grüß Gott. Babs, jetzt ist völlig sicher. Herr Duttenhofer wird verfolgt. Ach. Er ist in Gefahr. Das sind doch Hirngespinste. Wer soll mir denn was wollen? Na, da muss jemand sein, der nicht will, dass Sie am Springen teilnehmen. Oder womöglich sogar Sie. Jawohl, das ist Konkurrenzneid. So was tut doch ein Sportler nicht. Warum? Was ist denn passiert? Ja. Der Vorderreifen von seinem Wagen war angestochen. Babs, weißt du, was das ist?
Das ist... ein Pech. Aber ein Glück haben sie gehabt. Genau, wenn einer so viel Pech hat wie ich, nachher muss er doch auch einmal Glück haben. Ja. Ist nicht so? Das ist doch ein gutes Zeichen. Das ist ein reiner Machtversuch. Das Ei ist viel zu hart. Dabei habe ich extra gesagt, 4 Minuten. Geh, Babs, das Ei ist doch jetzt nicht wichtig. Du musst was unternehmen. Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am ganzen Tag. Ja, ist ja recht, aber hier geht's doch um Leben und Tod. Herr, grüß Gott. Halt's ein Beinbruch. Also, das Frühstück in den Hotels ist doch immer gleich fad. So, schau. Marmelade ist auch nichts. Gustl, um Gott vorhin. Haben Sie sich verletzt? Anna. Gustl, ich hab Angst um Sie. Das ist aber nett, das so besorgt sein, Anna. Sagen Sie mal, haben Sie nicht irgendeinen Verdacht? Haben Sie vielleicht Feinde? Wer soll mir denn was wollen? Im Gegenteil, sonst glaub ich vom Sprung allerweil auf Holz. Jetzt kommt gleich ein ganzer Stapel. Das ist ja noch mal gut gegangen. Ja. Kaffee taugt auch nichts. Papst, jetzt musst du was unternehmen, bevor es zu spät ist. Ja, was bist denn so aufgeregt? Der Holzstoß draußen ist umgefallen. Und gerade in dem Moment, wo der Gustl vorbeigeht. Das kann doch kein Zufall sein. Ja, die werden ihn halt schlecht aufgesetzt haben, den Holzstoß. Das war ein Anschlag. Wenn man das nur beweisen könnte. Hm? Beweisen muss man sowas schon können. Der Täter wird nicht locker lassen und es nochmal versuchen. Davon bin ich fest überzeugt. Aber wenn du nichts tun magst, dann pass ich auf ihn auf. Eine fixe Arbeit. So ein Holzstoß wieder aufschichten. Ja, das ist schon. Soll ich dir ein bisschen helfen? Nein. Ich glaube, das geht mir ganz gut. In meinem Alter, gell? Und wo ich doch nicht Ski fahre. Ja, warum seid ihr nachher da? Ja, nur wegen meiner Tochter, gell? Die ist ganz närrisch aufs Skifahren. Und da wollt ihr heute Freude machen. Ja. Geh, halt, 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 halt. Ist falsch. Wieso? Fliegt ja alles ab. Ach so. Na ja, es muss halt alles gern sein, gell? Ja. Sind Sie schon lange hier im Hotel? Nein. Ja, also, wenn's mich fragen, ich hätte mir auch lieber was anderes rausgeholt. Ein Hotel, wo sich das Bier im Schnapsglas serviert. Wissen Sie, wenn ich abends mein Bier trinke, dann möchte ich es halt in einen richtigen Maßkrug haben. Sagen Sie mal, gibt's sowas nicht hier im Ort? Ja, beim Messmer, da gibt's ein gutes Bier. So, beim Messmer? Ja. Gehen Sie da öfters hin? Ja, nein. Wissen Sie was? Ich hol ihn einmal ab, dann gehen wir miteinander hin. Ist nein, das nein, 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 ich mag nicht unter die Leute, ich will niemanden sehen. So. Wenn Sie so am Sonntag springen, nachher müssen Sie Sieger werden. Meinen Sie? Bestimmt. Ich beneide Sie ja so, wie Sie das können. Ja. Bei mir langt es gerade so. Ich bräuchte halt einmal ein paar fachmännische Ratschläge. Schauen Sie mal, Traudl, Skifahren ist nicht so schwer. Man darf nur innerlich nicht verwursteln, hat mein früherer Trainer einmal gesagt. Sie sind ja. Also finster ist auf der Stiegen. Ja, kommst doch rein. Was wollen Sie denn? Abholen wollte ich Sie eigentlich auf eine frische Masse. Na ja, und weil Sie doch ungern unter die Leute gehen, haben wir gedacht, bringe ich gleich ein paar Flaschen mit. Ich krieg sonst nie einen Besuch. Einmal muss doch jeder Mensch ausspannen. Wissen Sie, wenn ich schon keinen richtigen Maßkrug habe, dann trinke ich am liebsten aus der Flasche. Da. Ja. Prost. Prost. Das ist doch gut, was? Und nett haben sie es hier. Sau gemütlich. Na, da ist ja her. Sind das alles Preise? Haben sie die alle selber gemacht? Na, geschenkt sind sie mir worden von Gästen. Na, sowas. Aber der Skifahrer sind's doch, gell? Skifahren kann ich schon. Und springen? Kennen Sie das auch? Schon ein bisschen. Was man halt so kann. Und das sind wohl die Ski, mit denen Sie gesprungen sind. Ja, ja. Darauf müssen wir trinken. Prost! Was? Ich heiße Franz Josef. Und Sie? Lösel heiße ich. Prost, Lösel. Also,
Also, ich glaube schon, dass Sie ein richtiger Skifahrer sind. Bloß zu bescheiden, als dass Sie es zugeben. Oh mein. Ja, sechs, das war schon immer mein Traum. So richtig Skifahren können, über den Hang nutter sausen. Aber ich habe mir nie so recht traut. Glauben Sie, dass ich das noch lernen könnte? In meinem Alter? Warum nicht? Ja? Wenn es Ihnen jemand richtig beibringen würde? Ja, ja. Einen richtigen Lehrer müsste man halt haben. So einen wie Sie. Lehrer? Ja. Mich braucht man immer. Geh, sag's das nicht. Ich zum Beispiel, ich hätte schon Vertrauen zu Ihnen. So? Ja? Ja. Na gut. Probieren wir's. Morgen Mittag am Hang, da ist niemand da. Gespannt bin ich, was meine Tochter dazu sagt. Prost, Läusl. Was könnte das Motiv sein? Eifersucht zum Beispiel. Jawohl, eine Frau, die aus Eifersucht... Geh, was rät's denn? Ich muss jetzt gehen. Aber wo bist du denn hin? Gleich doch Mittag. Eben drum. In der Mittagspause muss ich zum Trainieren. Ja, Paps, wo ist denn doch Skilaufen? Warum? Glaubst du vielleicht, ich bin zu alt? Oder ich hätte kein Schneid mehr? Ich geh mit. Nein, du bleibst da. Sofort nur einer, der es kann. Ja. Aber springen möchte ich Sie auch ganz gerne mal sehen. Ja, von mir können schon manch einer was lernen. Manch einer. Ja, ich wollte, die wäre schon soweit. Aber erst muss ich mal schauen, dass ich die Bredel an die Füße hinbringe. Oh. Oh, mein Kreuz. Ich glaube, das ist doch nicht das Richtige für mich mit meinen Bandscheiben. Ja, das macht nichts. Hauptsache, Sie verwurzeln sich nicht innerlich. Ja, das sagt meine Tochter auch immer. Was? Ja. Ah. Probieren Sie erst mal die Bindung. So. Ganz stramm muss sitzen. Das geht ab, der Ski. Das werde ich schon rausbringen, Herr Inspektor. Bloß, ob ich da jetzt noch unterkomme, so mitten in der Saison? Ach, dafür haben Sie schon gesorgt. Ja, die Springen schaue ich mir gern an. Also, bis dann. Wiederhören. Na, sieh mal an. Zum Wintersport wollen Sie. Vermutlich nach Garmisch, nicht? Ja, Herr Inspektor, zum großen Springen. So was wollte man schon lange mal anschauen, so richtig aus der Nähe. Sollten Sie wieder mal unserem lieben Wanninger helfen? Ach, Sie meinen, dass der Herr Wanninger? Na, der genießt doch seinen Urlaub. Ja. Den treffe ich bestimmt nicht bei so vielen Leuten. Es kommt alles nur auf den Absprung an. Wenn man sie nach vorn wirft, da muss eine Kraft drin liegen. Da gibt es dann einen wahnsinnigen Ruck in der Hand. Schauen Sie, schon wieder ein Glückszeichen. Morgen pack ich's. Ja, morgen packen wir's. Darauf müssen wir trinken. Prost. Na, danke, lieber nicht. Morgen muss ich fit sein. Ich glaube, ich gehe jetzt lieber schlafen. Ich begleite Sie ein Stück ab. Sie brauchen keine Angst, um mich zu haben. Ich habe sowas wie einen Schutzengel. Gustl, mein Lieber, da sind Sie ja ein bisschen treuloser. Sie sind mir noch ein Tanz schuldig. Ja, aber morgen, nach dem Springen. Gute Nacht. Nach dem Sieg. Gute Nacht und toi, toi, toi. Wie entzückend doch die Unbekümmertheit der Jugend ist. Finden Sie nicht auch, Herr Wanninger? Ja, ja. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Inspektor. Herr Wanninger. Da bist du ja, Fressel. Ja, ja. Mein Bester, Sie sind mir noch mal einen Tanz schuldig. Tatsächlich? Ja. Nein, das war ich. Ach, das waren Sie. Speuert. Geh, hoch dich. Was ist das für ein Zahn? Ach. Machst du ein Bier? Was? Ja, ja, freilich. Geh, bitte, Fräulein, ein Bier. Na, was ist jetzt? Ja, also, ich glaube kaum, dass der ein Motiv haben kann. Das habe ich nicht gefragt. Ich möchte wissen, was der Pasinger früher gemacht hat. Sein Trainer war er. Aha. Jetzt ist der Duttenhofer ganz groß. Und der Pasinger, der ist Hausbursch. Ja, wenn der Pasinger seinen Sturz gehabt hat, nicht? Und wieder in der Nervenklinik gegangen ist, hat der Duttenhofer natürlich einen anderen Trainer genommen. Und jetzt wird er nicht mehr gebraucht, der Alois. Vergessen hat ihn der Gustl. Ja, schon, aber deswegen braucht man doch nicht gleich einem nach dem Leben trachten. Aber es könnte doch sein, dass er ihm seine Karriere zerstören will. Vielleicht morgen beim Springen. Ach, Sie meinen? Ich meine gar nichts. Was draußen auf mich? Ich habe noch einen Auftrag für dich. Ist gut. Herr Fröschel, was machen Sie denn da? Ja, wir sind auf Geld gehen. Und durch Zufall habe ich einen Inspektor getroffen. Gut, ich muss aber gleich weg. Sofort. Ja, ist dem Gustl nichts passiert beim Heimweg? Na, aber ich habe Angst, dass vielleicht morgen. Ach was, wir gehen jetzt heim. Fräulein, bitte schön zahlen.
Das nützt da gar nichts, Bursche. Die kriegen wir schon noch. Herr Wanninger, der Gustl wartet nur auf Ihr Zeichen. Hast du ihm gesagt, was los ist? Nein, bloß, dass er kommen soll. Ist gut, geh du los. Ist recht. Da bin ich aber gespannt, was das für eine Überraschung ist, von der Ihr Vater erzählt hat. Den lass uns nur machen. Ist das schön, wenn man da runterschaut und sieht den Haufen Leute, wie sie einem zujubeln? Nein, ich mag nicht mehr. Da schau her, da ist meine Traudl, meine Tochter. Traudl, das ist der Läusl. Ich hab dir doch von ihm erzählt. Grüß Gott, freut mich. Grüß Gott. Grüß dich, Alois, du bist auch da. Das freut mich, das kommen bis zum Springen. Was? Ihr kennt euch? Ihr seid ihr Sportskameraden. Ja, das ist doch der Alois Basinger, den kennen sie doch noch. Einen Moment, gell? Nein, du bist der berühmte Alois Basinger. Also Läusl, dass du mir das verschwiegen hast. Freilich, Alois, geh her. Komm, gib mir deine Hand. Schau, ich kann ja verstehen, dass du mir böse gewesen bist, aber jetzt sind wir wieder gut, gell? Also jetzt bin, das ist ja auch mit deinem Verdienst. Ich mein, nachher springen und vielleicht gar gewinnen. Wer denkt dann an mich? Wir geben bekannt, dass der frühere deutsche Meister Alois Basinger sich ebenfalls für das Probespringen zur Verfügung gestellt hat. Wir danken Herrn Basinger. Na, du hörst das, du bist mir nicht vergessen. Nein, ich kann nicht springen, unmöglich. Ja, alles, das wäre dabei schön, wenn du mitmachen darfst. Ja, natürlich, das wäre für alle eine Ehre, noch dazu, wo du auf der Schanze schon zweimal Sieger warst. Nein, ich kann nicht, ich bin nicht entfallen. Na, und was hast du gestern gesagt? Bitte schön, Herr Basinger, der Gustl wird sich auch freuen. Ach, Sie sind das, Herr Alois Basinger. Ach, das freut mich, dass ich Sie kennenlerne. Ich habe früher schon so viel von Ihnen gehört und freue mich, dass ich Sie jetzt sehen kann. Sie springen doch, nicht wahr? Ach, bitte mir zuliebe. Gut, ich spring. Bravo. Aber nach dem Rennen. Aber Alois, nachher ist doch ein Blödsinn. Jetzt wollen dich die Leute sehen. Hab mein Sprungski nicht dabei. Weißt du was, Alois? Nimmst meine. Da. Nachher weiß ich, dass du nicht mehr böse bist. Na, die passen mir nicht. Die Bindung ist. Die Bindung hat doch allweil passt. Da brauchst du gar nichts zu verstehen. Ach, Herr Basinger, das dürfen Sie umfreundlich abschlagen. Ja, also alles. Jetzt kannst du nicht mehr anders. Geh, ich komme mit dir. Die Rennleitung bittet Herrn Alois Basinger, sich zum Probespringen auf den Turm zu begeben. Dann zieht der Alois Basinger. Ja. Schanze 3 für Lugi Haferle. Der nächste Springer ist Alois Basinger. Alois, jetzt kannst du nicht mehr zurück, jetzt musst du es zeigen. Komm. Ich spring nicht, lass mich los. Und warum nicht? Ich hab Angst. Warum hast du Angst? Jetzt springst du oder du sagst es? Die Bindung. Was ist mit der Bindung? Hier. Aha. Die Halteschrauben hast gelockert, stimmt's? Und wenn einer mit denen schief vom Schanzen nicht losgeht, dann ist er hin. Was? Sie haben mich reingelegt. Sie sind... Kriminalinspektor Wanninger. Ihr wollt ihn hier umbringen. Aber gewinnen sollte er nicht, gell? Weil er dich im Stich lassen hat. Ihr wollt ihn ganz bestimmt nicht umbringen. Ich wollte ihm nur einen Denkzettel geben. Wegen seiner Undankbarkeit. Fröschel lassen festnehmen. Abführen. Also wissen Sie, Herr Wanninger, ich hab mir schon gedacht, der springt wirklich. Es hätte was gegeben, wenn der da über die Schanzen runtergesprungen wäre. Okay. Gar nichts wäre ihm passiert. Das verstehe ich nicht. Die Bindung reißt doch beim Absprung, der hat doch die Halteschrauben gelockert. Also Fröschl, du musst doch sehr viel lernen. Du bist ja schon ganz versteinert. Ja, die Halteschrauben, die habe ich doch längst wieder festgezogen. Glaubst du denn wirklich, ich könnte sowas zulassen? Sowas tut doch ein Sportler nie.